Seit 1968 trug die Talbrücke Ramede in Nordrhein-Westfalen auf fast einem halben Kilometer die A45 Sauerlandlinie auf ihren Schultern in 70 Meter Höhe. Was der Zahn der Zeit schon begonnen hatte, beendeten pünktlich am Sonntagmittag 150 Kilogramm Sprengstoff. Gebäude im Tal unterhalb der Brücke ließen für Fehler bei der Sprengung keinen Spielraum. Seit Ende 2021 war die marode Balkenbrücke komplett für den Verkehr gesperrt. Die wichtige A45, die das Ruhrgebiet mit dem Raum Frankfurt verbindet, war unterbrochen. Eine ständige Belastung für die Anwohner entlang des Ausweichverkehrs. Bis Ende 2026 soll nun ein Neubau entstehen.